So, hallo, willkommen wieder bei mir. Ich bin heute etwas grün. Siphonfilter spiele ich heute, beziehungsweise ich habe es vor. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Es ist steinalt, das ist ein PS1-Klassiker und ja, wird mal Zeit, dass ich das ausprobiere, ne? Bevor das jetzt hier wieder in diese Endlosschleife geht, muss ich auch mal schnell auf Start drücken. So, neues Spiel. Mal gucken, wie das mit der Steuerung wird. Okay, Washington DC, Georgia Street. Anweisung des Geheimdienstes. Unser Informant beim FBI hat den Virusangriff der Terroristen im U-Bahn-System lokalisiert. Unsere Kontakte im US-Außenministerium und bei Interpol bestätigen die Identität der Terroristen. Wir lassen sie rein, sobald die Operation des CBDC, US Army Chemical and Biological Defense Command, beginnen. Ihre Ziele sind Römer, Kravitsch, Aramov und Gedo. SATCOM hat kodierte Mikrowellenfunksprüche abgefangen. Römer muss eine Antenne in diesem Gebiet haben. Helfen Sie dem CBDC, falls nötig. Vermeiden Sie sofern möglich Verluste auf beiden Seiten. Weitere Einsatzziele halten Sie an Ort und Stelle. Ja, dann gucken wir mal, ne? Wann beginnt die Operation? Die Informationen vom FBI waren unklar. Aber Römers Leute sind schon in der U-Bahn. Dasselbe Virus? Ja, genug, um jeden im Umkreis von über 100 Kilometern zu töten. Oder mehr. Verfahren? Abfangen und eliminieren. Die kommen von unserem Kontakt bei Interpol. Jenkins Leute sind bereits bei der Räumung. Sie haben den Auslöser. Ich erkenne Anton Girdeau und Mara Aramov. Wer ist der andere? Pavel Kravitsch. Römers Kommunikationsexperte. Die Kiste. Wenn sie ihn eliminieren, müssen sie auch seine Funkanlage zerstören. Sie werden in der Kampfzone abgesetzt, wenn das Feuer eröffnet wird. Sie haben eine Stunde, um ihre Ziele zu finden und sie rauszuholen. Wissen die umliegenden Bewohner Bescheid? Nein. Ich erkenne Römer auf Ebene 1, Gedöns auf Ebene 2. Noch keine Position für Kravitsch und keine Spur von Aramov. Roger, okay. Bin auf dem Weg. Start drücken, um Einsatzziele zu sehen. Oh, die Karte ist gut. Da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Kravitsch eliminieren und Funkanlage zerstören. Römer eliminieren. Okay, dann gehen wir einfach mal drauf los, ne? Komme ich denn wieder raus? Ach so, das war ja Dreieck damals. Oh, der hat auch wieder so eine witzige Steuerung. Ist aber ein bisschen smoother als bei Resident Evil. Wie schießt sich denn? Ah ja. Oder auch nicht. Kreis. Kreis ist abrollen. Ziel? Moment, ich krieg das noch raus. Warte mal, kurz ins Menü gehen. Einführung. Die haben wir gerade gelesen. Das bringt nichts. Option, Waffen. Auch schön. Option. Controller. Da steht vielleicht was. Oh, wieso nicht? Ziel umkehren. Ja, okay. Ziel L1. Zielanpeilung R1. Verwenden. Schritt nach links, Schritt nach rechts. Zoom. Schießen. Ah, Viereck. Alles klar. Komme ich hier wieder raus? Oh fuck, ich glaube, ich habe was. Ich habe was verstellt. Abbrechen. Okay. Ja, ja, jetzt klappt's. Okay. Gut, nehmen wir ein bisschen Kram mit. Ah,
Er läuft so schnell, aber man hat einfach keine Kamera zum Bewegen. Das ist so ungewohnt. Was das ist? Siphonfilter ist das. Ein PS1-Klassiker. Und ich habe ihn noch nicht gespielt. Das habe ich aber bereits am Anfang gesagt. Anyway, weiter geht's. Muss ich denn hin in die U-Bahn? Da ist noch Munition. Okay, Lianxing. Lianxing? Ich weiß nicht, wie man es auf. Das war Nachladen. Kann ich das nur hier machen oder was? Ich hab doch gedrückt. Egal. Gesichert. Ich wollte da nicht reinschießen. Es ist wieder fabelhaft, wie man hier einfach nicht klarkommt. Oh, falsche Taste gedrückt. Strom für Sicherheitstüren des Terminals abschalten. Okay. Die ist eh schon kackendunkel, ne? Wow. Ich geh doch mal raus. Ist ja hier irgendwo ein Sicherheitskasten oder sowas. Ich erwarte wahrscheinlich zu viel von dem Spiel. Hier doch immer. Wie er einfach so quer über seine Schulter schießt. Okay, hier. Ah, hier kann ich reingehen. Ich dachte, die Tür wird zu. Da war irgendwas. Cool. Kann man Bierflaschen schießen machen. Herrlich. Wieso ist eigentlich alles auf Dreieck gelegt? Das ist super umständlich. Okay, hier ist nichts weiter. Ah, jetzt funktioniert. Das sind Interferenzen. Du musst in der Nähe ihrer Funkanlagen sein. Kravitz. Alright. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Kugelsichere Weste. Komme ich da nicht durch oder was? Kann ich die Waffe wechseln? Mal eben checken. Jo, nehmen wir mal die. Wo ist er denn? Oh, ich glaube, ich habe ihn. Kravitz eliminiert und Funkausrüstung zerstört, aber ich sehe ihre Antenne nicht. Ich suche sie. Verdammt. Waffe ist leer. Okay, interesting. Hier ist eine Box. Kann ich hier aufmachen? Flinte.
Gewehr war schon aus. Hier gibt's Flinten. Right. Ist das? Auf jeden Fall ist es kaputt. Ich glaube, es war mein Computer. Ja, wenn hier sonst nichts ist, gehe ich wieder raus. Die Steuerung ist auch wieder mal der Wahnsinn. Er ist einfach durch die Scheibe gerannt. Natürlich. GoldenEye habe ich tatsächlich nicht und ist auch irgendwie schwer zu kriegen, aber sollte ich mal rankommen, wäre das auf jeden Fall eine Idee. Ich glaube, das ist auch ziemlich cool zu spielen. Habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Hier geht's nicht weiter, hier brennen die Autos. Da klettert er nicht hoch, okay. Ah, hier geht's auch noch lang. Sieht alles einfach gleich aus. Es ist herrlich. Schöne alte Spiele. Oh mein Gott. Gegner. Ein Dach. Die schreien auch alle immer so generisch. Das ist witzig. Mehr brennende Autos. Treffe ich nicht. Okay. Hier rein? Wieder durch die Scheibe los. Zack. Verlies. Schön. Kugelsichere Weste. Oh, das ist nice. Bin ich wieder ein bisschen besser gepanzert. Ein CBDC-Agent sitzt in deiner Nähe fest. Sie bitten um Feuerschutz. Feuerschutz. Okay. Warum haben die so komische Klamotten an? Sieht aus, als wäre hier irgendwie ein Reaktorunfall oder sowas. Deswegen die alle in Schutzanzügen rumlaufen. Unterstützung, bitte! Wo ist denn der hier? Nice. Alles klar, Gabe. Eine Kiste. Ich mag Kisten. Warum ist es hier so dunkel? Ich sehe gar nichts. Aber ich glaube, hier ist nichts weiter. Der rennt. Die Beine. Schlackern richtig. Oh, ich glaube, ich bin so weit. Oh, fuck. Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Okay. Ich würde gehen. Ich glaube, dann nehme ich direkt mal eine andere Waffe. Können Sie mal dem Scharfschützengewehr versuchen? Kein Ziel verfügbar. Achso, ich kann nicht mal üben zu zielen, alles klar. Dann gucken wir einfach mal. Ey, für ein Scharfschützengewehr ist es echt. Uff! Holy shit.
das hat funktioniert. Ich weiß nicht, was es ist, dass ich bei solchen Spielen immer wie besoffen durch die Gegend laufe. 53 Schuss, das klingt gut. Nehmen wir die wieder. Kann man die auch irgendwie so wechseln? Tatsächlich nicht. Schade. Irgendwo hier die Möglichkeit. Ah, da. Komm schon. Ich finde es ein bisschen witzig, dass da immer so grüne Spritzer rauskommen, als ob die grünes Blut hätten. Ich meine, kann ja sein, ne? Wir wissen ja nicht, was das hier für eine Welt ist. Aber schon sehr amüsant. So. Hier lang? Was wollen die denn schon wieder her? Okay. Bleibst du jetzt da stehen, Kollege, oder kommst du mit in deinem solchen Schutzanzug? Was ein Team. Warte, wo ist das? Respawn die ständig wieder oder was? Gibt's hier kein Permadeath? Mann, Mann, Mann. Komm ich jetzt hier rein? Oh, ich kann sogar Stealth Mode machen. Ja, was man nicht hier alles verpassen könnte. Hier ist nix. Dann nochmal in die Aufgaben gucken. So, eine Straße ins U-Bahn, klar. Ziele. Strom für Sicherheitstüren des Terminals abschalten. Yep. Wo? Da geht's nicht weiter. Hier noch mal jemand reingegangen vielleicht? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich guck trotzdem noch mal. Nope, sieht leer aus. Und das Ding ist Schrott, das kann es also nicht sein. Ich gehe nochmal den Weg zurück. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen.
Okay, das wollte ich nicht. Wieso sind Gebäude so verwinkelt? Wer hat sich das denn ausgedacht? Wait, habe ich nicht aufgemacht? Oh, maximale Munition. Da wird es Zeit, dass ich die mal benutze. Yes. Ja, hier ist nichts, glaube ich. Auf die Karte gucken. Aktuelle Position. Ja, das ist ein Dead End. Mal gucken. Ups. Da war ich. Da bin ich durchgelaufen. Die Straße da oben ist geblockt. Bar- und U-Bahn-Eingang. Die Frage ist, ob ich durch die Bar noch weiter durch kann, weil da ist anscheinend noch mehr, außer das sieht einfach nur größer aus, als es ist. Ja, das sollte machbar sein. Okay. Zurück. Leeres Bankgebäude, hier sind nicht mal Schalter. Einfach kein Effort in diese Spiele. Aber es soll sehr gut sein. Also bisher ist es sehr lustig zu spielen. Ich weiß auch noch nicht, wo es hinführen wird. Aber das wird sich dann ja zeigen, denke ich. Schau doch die ganze Zeit, ob ich irgendwas übersehen habe, aber ich sehe nichts. Und ich laufe mal wieder echt toll gegen Wände. Sollen wir nochmal auf die Karte gucken? Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt in dem Bereich. Aber da sieht es ja aus, als würde es noch weitergehen. Nach links. Guck ich mal, vielleicht ist hier irgendwo eine geheime Tür oder sowas. Das ist nur ein Plakat. Nope, sieht nicht so aus. Sehr merkwürdig. Ah, vielleicht geht's da oben noch rechts rein. Nein, hier geht's nicht weiter. Und hier ist nur dieser kleine Die Karte verwirrt mich. Jetzt bin ich ja da. Ups. Aber irgendwie. Oder ist das die U-Bahn? Aber. Nee, die U-Bahn hat eine eigene Karte, glaube ich. Ich bin verwirrt. Sieht aus, als wäre da was. Kann ich da rausschießen? Oh! Oh, oha! No trespassing. Ich habe einen Weg gefunden! Hotel.
du auch ein Gegner oder bist du ein Agent? Mein Gott. Geht doch. Kugelsichere Weste unbeschädigt. Ist auch eine Kiste? Jawohl. Wo geht's denn weiter? Komm ich da durch? Kann ich einfach durchlaufen? Nee. Oh fuck. Oh fuck. Darum habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich werde einfach nur geblockt. Oh wow. Oh Mann, jetzt bin ich wieder hier. Okay, gab noch keinen neuen Checkpoint, aber dann weiß ich ja Bescheid. Oh, ich habe vergessen, ich könnte hier ja auch einfach zurückspulen. Aber ich nehme das jetzt mal so hin. Dann kann ich noch ein bisschen üben. Scharfschützengewehr? Falsch das gedrückt. Oh mein Gott. How do you use this? Alter, schieß doch! Hä? Okay, nochmal. Also das sind andere Spiele wirklich eindeutig schöner gestaltet mit Scharfschützengewehren. Da oben ist noch nicht. Okay, und nochmal, weil es so schön war. Ich kann mich nicht erinnern, dass es gerade eben auch schon so viele waren. Anyway. Let's go back. Für alles Munition aufgenommen, nur nicht für die MG. So, dann nehmen wir die wieder. Lebst du noch? Ja, lebst noch. Gut. Muss ich mich darum ja nicht kümmern. Nee, Moment, da vorne war das. Hep.
definitiv nicht ins Feuer gehen. Kommen sie ja wieder. Komm raus! Steck dich nicht! Okay. Kollegen haben geregelt. Die schreien, das ist so lustig. So, wo geht's weiter? Ist hier wieder irgendwo ein Fenster, wo ich einsteigen kann? Sieht nicht so aus. Espionage. Dann gehen wir mal zurück. Hep. Ah, vielleicht kann ich hier drüber steigen. Gucken, ob es geht. Natürlich nicht. Wäre auch zu leicht. Komm ich da rein? Kann ich das irgendwie wegschießen? Wäre zu leicht. Es sieht aber so aus, als müsste ich da hin. Das ist wahrscheinlich dieses Loch im Boden. Ja. Okay. Strom für Sicherheitstüren des Terminals abschalten. Wo? Da komme ich definitiv nicht rüber. Gucken, ob es noch irgendwo ein Fenster gibt, wo ich raus oder reinsteigen kann. Nope, nicht hier. Hier schon, aber das hat keinen Sinn, weil hier ist ja eine Tür. Was ist das? Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Okay, ich weiß, was ich tun muss, aber wo muss ich hin? Gehen wir mal hier runter. Also hier ist ja nichts. Was sagt denn hier die Karte? Oh, nicht viel. Nur zur U-Bahn und zu den Straßen. Erstmal einen Schluck trinken. Okay. Ich finde das noch. Früher oder später. In der Zwischenzeit renne ich hier einfach nur rum. Oh mein Gott, ein Gegner. Aus welchem Loch kommst du denn? Hier vielleicht noch irgendwas? Nee. Gehen wir nochmal zurück. Das Polizeiauto strotzt von Details. Hier ist auch nur Feuer.
Feuer, Feuer, Feuer. Geht auch nicht kaputt. Habe ich auch irgendwie nicht erwartet. Mal hier die Gegend checken. Das Gute ist ja, man kommt relativ schnell voran. Also, wenn man irgendwas übersehen hat, kann man einfach nochmal hingehen. Ah, ich kann jetzt die Kiste hier aufmachen. Perfekt. Aber hier war ja nichts weiter. Okay. Wo ist denn der Kollege von eben hin? Kann ich mit dir reden? Hallo? Mehr Unterstützung! Mehr Unterstützung für was? Hilf mir lieber, das Stromnetz abzuschalten. Boah, ich renne ihm jetzt mal hinterher, mal gucken, wo der hingeht. Vielleicht bringt er mich auf den richtigen Weg. Bleibt auch einfach nur hier, okay. Ey, ich hab keinen Plan. Was ist das? Geh nochmal zurück. Ich muss ja irgendwie da hinten durchkommen. Ich kann ihn reinglitschen lassen. Zählt das als durchgehen? Wahrscheinlich nicht. Ach komm schon. Manuelles Zielen regelt. Mir ist gerade eingefallen, ich kann ja hier sogar auch zwischendurch speichern. Ich mach das mal, vorsichtshalber. Rein da! Oh! Gut, dass ich gespeichert habe. Da kann ich ja direkt laden. Oh mein Gott, okay. Also nicht einfach da reinhüpfen. Das ist nicht gesund. Aber ist da irgendwie eine Leiter? Okay, das ist ein Aufzug. Kann man ihn rufen? Nein! Das war nicht der Plan. Oh mein Gott. Okay. Cheers erstmal. Okay, okay, okay. Ich glaube, der Aufzug ist kaputt. Ah, da ist was an der Wand. Das habe ich nicht gesehen gerade. Das verschmilzt irgendwie so gut. Das ist ein Schalter. Ja, dann ruf mal den Aufzug. Springst du doch da rein, Junge. Okay, steht drauf. Geht's los? Oh. Schneller als erwartet. Roger, sieh nach, ob du die U-Bahn-Sicherheitsprotokolle findest. Gut. Naja, schon einen Schritt weiter jetzt. Ist dunkel hier. Ich glaube, da ist der Schalter. Komm ich da irgendwie rein?
sieht nicht so aus. Vielleicht kann ich einfach durchschießen. Man kann also Seitschritte machen, ja. Ah, manuelle Kamera fehlt mir hier ein bisschen. Da passiert nichts. Da passiert auch nichts. Okay, habe ich eine Karte hier unten? Oberes U-Bahn-Terminal. Unteres U-Bahn-Terminal. Okay, hier ist nichts. Und hier ist einfach auch nochmal so ein Schalter. Ich versuche da auch noch mal reinzuzielen. Vielleicht nicht so. Oh wow. Oh, renn doch nicht so schnell. Tatsächlich mache ich nur lustige Löcher in die Wand. Und in das Gitter vor mir anscheinend. Okay, das ist der Aufzughebel. Yep. Ist hier noch irgendwas? Endlose Leere. Ich probiere einfach mal alle Tasten aus. Ja, der ist ja schon da. Kann man die Tür irgendwie aufschließen? Cool, man kann die Lampen zerschießen, das ist gut zu wissen. Aber sonst auch nicht sehr viel. Geil, jetzt sehe ich darin gar nichts mehr. Oh Mann. Das habe ich echt gut hingekriegt. Ich glaube ja, dass es hier eigentlich einer der Schalter ist. Ich weiß nur nicht, ob er das nimmt, dass ich hier durch die Gitter schieße. Oder ob er denkt, ich schieße auf das Gitter. Kann ich mich auch freuen. Voll die Verschwendung von Ressourcen. Bringt jedenfalls nichts. Ich könnte eigentlich noch weiter zurückspulen, damit ich hier wieder die Lampe sehe. Mache ich glaube schon mal kurz. So. Nee, tatsächlich. Man sieht es da, dass die Löcher in diesem Gitter sind. Das heißt, ich kann nicht durchschießen. Vielleicht aber mit einer anderen Waffe. Oder ich habe doch einen Taser gehabt. Vielleicht geht's ja dann. Ich habe eine Taschenlampe. What? Damit kann ich Licht machen. Oh Mann, ey. The more you know. Ach, guck mal. Was habe ich denn da gefunden? Du hast die U-Bahn-Sicherung umgangen. Die Rampe im ersten Terminal sollte jetzt frei sein. Supi, dann gehen wir da doch mal hin. Also erstmal wieder mit Waffe ausrüsten. Und ab dafür. Wow. Oh nein, Gefahr. Ich wollte nur ein bisschen Tee trinken. Wo sind die? Und
Treffe ihn nicht, okay. Sehr praktisch, dass sie immer runterfallen, dann kann ich... Was? Ich bin wieder voll. Dann kann ich die Waffen immer direkt aufnehmen. Ups. Okay, los geht's. Wo sind wir? Direkt ums Eck. Die! Hoppla. Falsche Taste gedrückt. In anderen Spielen lädt man mit Viereck nach, deswegen ist das gerade verwirrend gewesen. Sehr schön, sehr schön. Hätte ich dann mit der Taschenlampe in der Bank auch noch was gesehen? Höchstwahrscheinlich. Mal hier kurz checken. Aha, eine Kiste. Ach, die ist unbeschädigt. Na, dann ist ja gut. So, hier komme ich jetzt durch. Römers Leute haben eine Virusbombe auf Ebene 1 platziert. Finde und markiere sie für den CBDC. Roger, wo ist Römer? Ebene 2. Bin unterwegs. Los geht's! Holy shit! Mit einer Taschenlampe komme ich da nicht weit. KI sind echt blöd. Renn einfach in mich rein. Ja. Als wäre das so leicht. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Kiste oder sowas. Lass mal gucken, ob wir noch Gegner rumlaufen. Was? Wo? Da. Ein Telefon. Ach ja, als es noch keine Handys gab. Jesus. Eine Schrotflinte. Hab ich ihn getroffen? Wo ist er hin? Gut. Die auch erledigt. Wobei da ja meine Schrotflinte anscheinend voll ist, kann ich die ja auch mal nehmen. Da geht's runter. Bloß nicht von der U-Bahn überfahren lassen. Das glaube ich nicht so gut. Eben checken, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Übrigens sehr interessant, dass es ein U-Bahn-Steg ist, aber die U-Bahn einfach nicht stehen bleibt, sondern durchfährt. Wow. Geh wieder hoch, Junge. Hm.
Das ist richtig gut gemacht, wie auch der Bildschirm wackelt. Ich werde nie getroffen von denen, ich verstehe das nicht. Ist das so leicht? Okay, hier ist Dunkelheit. Ich habe keine Lust, meine Taschenlampe rauszuholen. Wow! Das war knapp. Kommt bestimmt gleich auf der anderen Seite wieder einer. Die fahren ja aber auch im 30-Sekunden-Takt. Kann sich die Deutsche Bahn mal eine Scheibe von abschneiden? Jo, da bin ich voll. Da geht's nicht rein. So, was ist das da vorne? Bombe! Sender gesetzt. Der CBDC soll seine Leute herschicken. Roger, Sie sind unterwegs. Das war ein Objective. Okay. Dann gehen wir jetzt eine Ebene weiter runter. Können wir mal speichern hier? Römer gefunden, auf der unteren Ebene. Er macht noch eine Bombe scharf. Bin unterwegs. Sie verfügbar. Der steht doch direkt vor mir. Hinterm Gitter, aber er steht da. Okay, wie komme ich daran? Ich wahrscheinlich noch mal irgendwo den Strom unterbrechen. Hallo? Oh Gott. Geht doch. Rutschend ist cool. Ein Schuss und weg. Ist nix. Ob da drüben noch was ist? Erstmal auf den Zug warten. Ein Emergency Exit. Oh wow, das ist zu dunkel. Kiste. Oh, was Neues. Schön. Ja, ist ja gut. Ich hole ja schon meine Waffe raus. Granaten. Granaten sind schön. Ach, komm schon. Jetzt häng halt nicht so komisch.
Mit Granaten kann man schön Damage machen. So geht's dann noch weiter. Ne, hier ist die Karte zu Ende. Gucke ich mal auf der anderen Seite, ob da irgendwie ein Schalter ist. Gabe, du verlässt den Kampfbereich. Wenn du jetzt gehst, ist die Mission gescheitert. Okay. Ich gehe ja nicht. Alles gut. Ich bin noch hier. Kam da gerade ein Zug, oder? Warten wir lieber mal. Okay. Ist dann vielleicht auch noch hier irgendwas? Mal kurz gucken. Die Kiste von vorhin. Ein Schalter. Ja, so kommt man natürlich auch runter. Direkt wieder bewaffnen. Okay, bin ich jetzt gelandet? Geht's nicht weiter? Ah, ich bin jetzt auf Ebene 2, alles klar, logisch. Da wollte ich ja hin. Beziehungsweise, da sollte ich hin. Oh je. Nicht auf den Gleisen stehen bleiben. Irgendwo hier soll noch eine Bombe sein. Ah, der. Hab sie. Kugelsichere Weste. Nehme ich doch mal meine Schrotflinte. Hey, was ist denn los? Ich setze einen Sender. Warte. Yes. Ja, die hier ist anders. Sie hat einen kürzeren Timer und... Gabe, das ist keine Virusbombe. Zu spät! Chaos und Zerstörung! Oh, wow. Von mir aus speicher auf der imaginären Memory Card.
Okay. Washington DC, zerstörte U-Bahn-Teil. Nachricht von Benton. Sie haben Glück, dass Sie noch am Leben sind. Gerade sind 10 Häuserblocks in der Washingtoner Innenstadt ca. 6 Meter in den Boden gesunken. Es sieht so aus, als ob Römer den gesamten U-Bahn-Schacht als Teil seines Fluchtplans zur Explosion verdrahtet hat. Wahrscheinlich haben sie seinen Zeitplan durcheinander gebracht und ist immer noch bei ihnen dort unten. Von Aramov und Gedö fehlt auch jede Spur. Lassen Sie Römer nicht aus dem Terminal und bedenken Sie, dass sie nun völlig von jeglicher Verstärkung abgeschnitten sind. Alright. Dann schauen wir mal. Ich bin hier. Alles okay. Oh mein Gott, Gabe, ich dachte, du seist tot. Noch nicht. Melde Benton, dass die U-Bahn eine Finte ist. Die richtige Bombe ist woanders. Wo ist Römer? Meine Videokanäle sind tot. Zuletzt war Römer auf dem Weg nach Ebene 1. Und Gerdeux war im Hubtunnel, genau unter der Straße. Die Rampen sind eingestürzt. Ich muss anders nach oben kommen. Gut, aber meiner Panzerung geht's ja immer noch fein. Also ich kann nicht durchs Feuer. Ich spule mal direkt zurück. Muss anders nach oben kommen. Oh Gott. So, geschafft. Erstmal hier die Kiste. Ja, nee, die ist unbeschädigt. Nach so einer Explosion unbeschädigt finde ich auch super realistisch. Okay, aber... Das war vielleicht keine gute Idee. Dann lassen wir vielleicht nicht auf uns zurennen. Oh Gott. Fall doch einfach um. Oh. Geht das wieder los? Ja, geht doch. Die gehen wieder mit einem Schuss runter, aber der gerade gebrannt hat, natürlich nicht. Mal kurz anders hinsetzen. So. Wo geht's lang? Das ist eine Waffe. Okay, habe ich schon maxed out. Dann müssen wir wohl darüber. Aber hier ist nichts. Komme ich auf die U-Bahn drauf? Oh! Er kann sogar höher springen. Die Virusbombe, die du auf Ebene 1 markiert hast. Der CBDC kommt nicht hin. Trümmer blockieren die Rampe zur Straße. Sie sollen warten. Ich suche Römers gebunkerten Sprengstoff und mache den Weg von hier frei. Oh, da sind wir noch Gegner. What just happened? Das C4 sollte reichen, um den Durchgang frei zu sprengen. Komm ich hier? Ah, da. Nur Granaten? Geht doch. Leider ist meine Schrotflinte jetzt schon fast leer. Dann nehmen wir doch wieder die M16. Hier geht's nicht weiter. Kommen die auf einmal alle her und wieso haben sie diese Explosion überlebt?
Gut. Ja, wo muss ich denn hin? Okay. Jetzt geht er halt wieder hoch. Mein Gott. Okay, muss von hier wieder hochgehen. Das ist so ein bisschen schwierig, weil alles auf einer Taste liegt. Wenn ich irgendwo hochspringen will, er hat noch nicht nachgeladen, dann lädt er erstmal nach, bevor er hochspringt. Das ist ein bisschen schwierig. Hier brennt alles, da komme ich nicht durch. Hier brennt auch alles. Die hat mir doch gerade erzählt, dass C4 sollte reichen, aber... Habe ich überhaupt C4? Oh, Tatsache. Wo soll ich es anbringen? An der Wand? Nope, macht er nicht. Dann nicht hier. Vielleicht auch einfach hier so einen Gang aufspringen. Mal gucken, ob das geht. Auch nicht. Wo soll ich das hin tun? Ja. Ich bin verwirrt. Vielleicht auch vorne. Ich gehe nochmal zurück. Wo soll ich das einsetzen? Nicht mal den kleinsten Anhaltspunkt. Auf die Karte gucken. Ja, okay, es bringt mich auch nicht so viel weiter. Ich muss wahrscheinlich hinten lang, aber da komme ich nicht hin. Gehen wir nochmal dahin. Ja, doch dahin. Hier ist ja alles dicht. Gehst du da hoch oder was? Na, dann halt nicht.
Hier oben standen ja vorhin auch Gegner, also es könnte ja sein, dass ich irgendwie hier was wegsprengen soll, aber ich weiß nicht wie. Erstmal die Taschenlampe rausholen. Die könnte ja schon mal helfen. Das ist die Kiste, wo ich das rausgeholt habe, glaube ich. Nope, das funktioniert so nicht. Ich will nicht den Taser ausrüsten. Leute, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich weiß nicht, was ich sprengen soll. Okay, das scheint nicht so heiß zu sein. Da kann er sich hochkraxeln. Er brennt alles. Das ist gefährlich. So richtig lost hier. Was steht denn da dabei? Diese Zündblöcke bestehen aus kit-ähnlichem Material, das sich nach Belieben des Verwenders formen lässt. Der C4-Explosionskörper wird dann über ein Zündkabel und einen Reibungszünder angeschlossen und aus der Deckung ferngezündet. Gut. Ich möchte nochmal die Taschenlampe in die Hand nehmen. Ziele. Durchgang zur Straße freisprengen und CBDC-Agenten schützen. Durchgang zur Straße. Also, das ist der obere Teil, würde ich mal behaupten. Also, hier. Dann gehen wir doch nochmal zurück. Erinnert mich ein bisschen daran, wie ich das erste Mal Tomb Raider auf der PlayStation 1 gespielt habe. Und da muss man ja auch tatsächlich viel überlegen, in welche Richtung man am besten geht. Weil das einfach nicht so ersichtlich war. Oh. Active Taschenlampe Stance. Ich gucke einfach mal, ob ich hier nochmal das irgendwie anbringen kann. Nee. Aber das ist schon die richtige Seite, glaube ich. Oh, da komme ich von der anderen. Nee, da komme ich ja nicht durch. Da ist ja. Oh, Feuer. How do you use that? Okay. Die andere Seite komme ich nicht. Außer da, wo ich war, aber da komme ich glaube ich auch nicht lang. Brauche ich nicht.
Ich bin tatsächlich etwas überfragt, weil ich nicht weiß, wo ich den anbringen soll, weil Zugang zur Straße ist, kann ja in der Theorie überall sein. Weil auf der anderen Seite, ich meine, hier ist in der Theorie ein Notausgang. Aber hier kann ich auch nichts anbringen, zumindest bringt er nichts an. Nee. Das ist ein Getränkautomat. Ja, falsche Taste gedrückt. Kommt man hier irgendwie noch weiter hoch vielleicht? Oder kann ich darüber jumpen? Ich glaube nicht. Ich probiere es einfach mal, aber ich glaube, ich sterbe dann. Ja. Wie erwartet. Hier ist auch Feuer. Komm ja auch nicht durch. Ich habe ja echt das Gefühl, dass ich irgendwie dahin muss, aber ich weiß nicht, wie ich den Sprengsatz anlegen soll. Überfragt. Ich könnte natürlich auch einfach nachgucken, ne? Guide benutzen. Ist halt nicht so spaßig dann. Wo stehen wir denn gerade? Da in der Mitte. Ich guck mal kurz nach, das nervt mich. Ich möchte Spaß beim Spiel haben. Also bisher macht es Spaß, ja. Andererseits muss ich sagen, man merkt das Alter des Spiels. Es ist sehr... Ich will nicht sagen, dass es schwierig ist. Es ist überhaupt nicht schwierig. Also ich habe kaum Schaden genommen irgendwie die ganze Zeit. Aber es ist irgendwie, ja... merkwürdig zu spielen, alleine weil man hier auch wieder keine Kamera hat. Ja, aber sonst ist es eigentlich sehr, sehr cool, macht eigentlich Spaß, ja. Okay, ich glaube, ich habe was gefunden, was mir vielleicht weiterhilft. Man müsste auf einen erhöhten Punkt irgendwo. Ich such den mal kurz. Ja, erstmal 3 Jahre gegen Pillar laufen. War meine initiale Idee, dass ich hier irgendwo noch hoch muss, gar nicht so verkehrt. Ich muss nur finden, wo. Da nicht. Auch nicht.
Nope. Also hier brennt alles. Ich glaube nicht, dass ich hier hoch sollte. Macht er auch nicht. Er ist klug. Er springt nicht hoch, weil da Feuer ist. Tatsächlich finde ich hier aber nichts, wo ich noch hochkomme. Au, oh, hier vielleicht. Ah, verdammt. Dreh dich doch mal. Aha! Guck mal da. Ach verdammt. Und verbrannt. Da ist die Steuerung dann eben doch ein bisschen unhandlich. Bin sehr dankbar für das Rewind-Feature. Nicht Feature. Okay, da geht's weiter anscheinend. Noch höher, okay. Das ist der Akrobatik-Teil in diesem Spiel. Und runter. Alright. Dann habe ich das C4 hier noch gar nicht gebraucht. Wo sind wir denn jetzt? Okay, dann müssen wir einfach nur noch nach vorne. Nehme ich mal wieder das Maschinengewehr. Erstmal kontaktieren, alles klar. Gabe, ich habe den nicht zerstörten U-Bahn-Teil wieder auf dem Bildschirm. Römers Leute sind im Haupttunnel. Schau auf die U-Bahn-Karte. Wo führt er hin? Er mündet in die Washington Park-Linie. Gut. Sagt Jenkins, er soll seine Leute zum Park schicken. Aber Vorsicht. Gardeux ist dort. Benton sagt, er kümmert sich drum. Die sprechen den Namen, glaube ich, genauso falsch aus wie ich. Gardeux. I don't know. Hier noch irgendwas Cooles? Nope. Ich glaube, hier fährt auch kein Zug mehr. Oh, okay, hier geht's nicht weiter. Die andere Seite. Noch keine Gegner bisher. Was ist denn da los? Ah, hier ist die Bombe. Kann ich aber nichts machen. Gut. Mal weiter. Nochmal. Lian, der Tunnel ist blockiert. Die Gasleitungen sind kaputt. Du musst den Hauptgashahn abstellen. Den Hauptgashahn? Wo finde ich den denn? Nicht hier. Auf die andere Seite. Nope. Oh, nope. Muss ja echt vorsichtig sein, dass man nicht aus Versehen so eine Feuerwolke reinrennt.
Das ist nur ein Poster. Ja, wo ist denn der Haupthahn? Oh, eben meine Taschenlampe. Ich finde toll, dass es auch unter Waffen steht. Sehr gefährlich, diese Taschenlampe. Hier ist auch nichts. Was soll denn hier ein Haupthahn sein? Wo soll hier irgendwas sein? Ja, da war ich ja auch schon. Komme ich auf irgendeinen Zug drauf, ohne dass ich mich verbrenne? Ich glaube nicht. Nee. Ah, no smoking ist das, okay. During off hours, train stop here. Ja, ich glaube, das hat sich erledigt. Hauptgashahn, ich meine. Durchgang zur Straße freisprengen und CBDC-Agenten schützen. Da ist ja auch ein so ein Pünktchen auf der Karte. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwas machen. Durchgang blockiert. Ups. Gib mir mal den Sprengstoff. Hätte ich auch vorher dran denken können. CBDC-Leute sind drin. Hi. Leute? Ist nur einer. Was? Komm hierher. Hier war die ganze Zeit niemand. Das ist ja funny. Ja, und jetzt? Alles klar geht. Kann man dir noch helfen? Ne? Gut, dann gehe ich jetzt. Und tschüss. Okay. Römer ist im Haupttunnel. Von hier aus kommst du nicht hin. Ja, ich habe es jetzt ja gefunden. Es ist ja. es ist wirklich verwirrend, wenn man irgendwie nicht mal richtige Ansatzpunkte hat. Aber es ist. Ja, es geht. Komm ich nicht durch? Was ist denn? Was hat die gerade gesagt? Römer eliminieren. Wo ist denn Römer? Toll. Habe ich ja einmal nicht zugehört. Ist er hier irgendwo? Wow, wow, nein! Please, please don't do that. Der ist irgendwie auf magische Weise verschwunden, okay. Ah, vielleicht. Ups. Vielleicht chillt der ja hier irgendwo. Dann bewaffne ich mich schon mal. Das ist nur noch eins. Okay, dann nehmen wir die.
Römer, wo bist du? Ich werde dich finden, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Alter, da muss ich da nicht durch? Wieso darf ich da nicht durch? Muss ich das auch noch irgendwie sprengen? Ich meine, ach Mann. Ich habe ja keinen Sprengstoff mehr. Wo ist der Typ? Aber auch sehr praktisch, dass das Feuer sich nicht ausbreitet. Aber es wird auch irgendwie nicht weniger. Ist ja vielleicht unten, vielleicht muss ich ja wieder runter. I mean, I could try. Oh Gott, ich sehe ja gar nicht, wo ich hin muss. Geradeaus runter. Mal schauen, ob wir treffen. Da stirbt der von. Was? Okay. So. Okay. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Weil ich den Gang ja so lieb gewonnen habe. Ich glaube nicht, dass der hier ist. Ich meine, warum? Definitiv kein Typ hier. Ja, die ist immer noch unbeschädigt, sehr fein. Okay, ich mache es mir jetzt leicht und spule einfach zurück. Ich habe hier nichts Neues gefunden. Vielleicht nicht so weit. Es sieht alles gleich aus. Okay. Nee, Moment. Ist immer noch unten. Hier, genau, da wollte ich wieder hin. Wieso kann ich nicht durch den Tunnel gehen? Was soll das denn? Was denken die sich denn dabei? Ist hier eigentlich irgendwie noch eine Kiste versteckt oder so? Ich mag Kisten. Nee, aber... Hauptgashahn. Leon, ich habe den Hauptgashahn gefunden. Ich stelle ihn ab. Den habe ich gesucht.
Ja, irgendwann findet man alles, ne? Darf ich jetzt rausgehen oder komme ich? Ah, hier ist es frei geworden. Sehr schön. Dann Munition 5, das ist mir ein bisschen zu wenig. Dann geht's ab. Ab, ab, ab. Ich speichere hier mal vorsichtshalber. Ich höre eine Meldung von Jenkins. Seine Leute sind im Park. Sie werden angegriffen. Einer der Terroristen hat einen Flammenwerfer. Gerde. Benton will, dass wir sofort hingehen. Ich mache mich auf den Weg, sobald Römer erledigt ist. Holy shit. Flammenwerfer. Als ob hier nicht schon genug Feuer ist. Was? Wo? Wo kommen die auf einmal her? I swear to God. Das ist so random. Ja, komm, spring auf. Da ist noch einer. Nein. Die Musik auch einfach. Logan! Oh. Ich habe Mara Aramov auf dem Tunnel entdeckt. Ich verfolge sie. Ach, ist eine Frau, okay. Ich dachte, es ist auch ein Typ. Ja, mach du mal. Wow. Okay. Washington DC, Haupt-U-Bahn-Linie. Nachricht von Benton. Logan, laut Nachrichtendienst ist Römer geflüchtet. Jenkins trifft auf heftigen Widerstand in der Washington Park-Gegend, um das DCPD meldet den Verlust von 15 Männern. Wir fürchten, dass ein Leck im Geheimdienst seine Position weitergegeben hat. Mara Aramovs Identität wurde von Interpol bestätigt. Lassen Sie sie nicht entkommen. Vorsicht! FEMA transportiert Rettungseinheiten auf den Schienen Richtung Osten. Setzen Sie keinerlei Sprengstoff im Tunnel ein, sonst verursachen Sie eine Entgleisung. Als ob nicht schon genug Züge entgleist werden, ne? Alright, keine Sprengstoff. Ja, hier ist schon was safe. Wow! Ja, das kam jetzt nicht so gut. Okay, also ich muss hier parallel laufen. Sonst komme ich nie an. Wie viele Züge hier fahren, das ist so unrealistisch. Jesus. Oh Gott. Du stehst vor mir, fall endlich um. Wo ist Römer? Wo sind die anderen Bomben? Sie sind zu spät, Logan. Wird sich zeigen. Ich kann sie, sie sind einfach so. Ich weiß nicht. So ein bisschen lächerlich. Das war damals Peak Gaming.
Nachricht von Bernte. Missionsänderung. Das CBDC bittet um direkte Intervention und Unterstützung. Ihre neuen Aufgaben lauten wie folgt. Virusbomben suchen, Zielsender setzen, auf die Ankunft des CBDC warten und Feuerschutz geben. Die Bomben detonieren in der nächsten Stunde. Die Terroristen leisten gewaltigen Widerstand. Der Nachrichtendienst meldet, dass Antoine wahrscheinlich dann, Gedeux, die Operation im Park leitet. Seien Sie vorsichtig, wir haben jegliche Verbindung zu Jenkins' Team verloren. Na sowas. Jan, ich bin auf dem Weg zum Park. Benton soll ein Team schicken, um Mara Aram aufzuholen. Ich habe sie bewusstlos im Tunnel der Fifth Avenue zurückgelassen. Aber es kann sein, dass sie schon wieder weg ist. Und wenn der Fieber noch nicht alarmiert hat, sollte er das schleunigst tun. Römer wird die Hauptvirusbombe zünden, egal ob die Regierung seine Forderung erfüllt. Sagt Jenkins, dass die kleineren Virussprengkörper überall im Park versteckt sind. Gardeur hat die Hauptbombe. Logan, hier bin ich. Ich habe eine Missionsänderung. Jenkins' Team wurde eliminiert. Ich schicke sie zur Aufklärung. Benton, was ist los? Das CBDC wird massakriert. Sie müssen die Waffen finden und Feuerschutz geben, während die CBDC-Agenten reinkommen und sie entwaffnen. Roger, ich gebe Ihnen Deckung, solange ich kann. Liam, wie lange, bis die Hauptbombe hochgeht? Keine Stunde mehr. Okay, also los. Boah, jetzt regnet's auch noch. Ey, guck durch mal den Filter an, ey. Ich hab nur 20 Minuten, nicht mal. Ab dafür. Ja. Oh mein Gott, meine Waffe sehe ich jetzt erst. Nachtsichtgewehr, das ist cool. Sehr praktisch. Komm her. Gib Gas! Keine Ahnung, wo ich hin muss. Was ist denn die Karte hier? Statue, Tennisplätze, Irrgarten. Man kann nicht hochzoomen, alles klar. Richtung Denkmal, das sieht nach meinem Punkt aus. Oh shit! 4 Virusbomben lokalisieren und entschärfen. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Gehen wir erstmal da lang. Okay. Ich empfange einen Notruf vom CBDC. Bei den Tennisplätzen wurden Geiseln genommen. Kannst du helfen? Ja, aber ich will erstmal die Virusbomben finden. Hier. Der CBDC hat das Signal. Sie sind unterwegs. Warte. Wieso soll ich warten? Ich habe keine Zeit zu warten. Gabe, du solltest diesem Agenten Deckung geben. Ach so. Ich soll da warten. Oh shit. Deine Senderempfangs. Okay, ich spule das einfach fix zurück. Ja, aber schnell. Alles klar, Gabe. Okay. Dann geht's weiter. Aha. Der CBDC hat das Signal. Sie sind unterwegs. Warten. Ja, ich brauche mal kurz eine andere Waffe. Ja, hier eine schicke neue gekriegt.
Gut. Mein Gott. Sind hier noch welche? Oh, da ist eine Kiste, glaube ich. Granaten. Bin ich ganz oben? Oh, ich bin ganz woanders. Ich wollte eigentlich da hochgehen. Ah, oh, dang it. Versuchen wir es nochmal. Aber vielleicht ganz gut gewesen, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Auch wenn es nicht absichtlich war. Ich glaube hier lang, oder? Na? Auch falsch. Ah ja. Hier ist ein kleiner Irrweg. Noch 16 Minuten. Könnte das denn sein? Vielleicht hier, wo ich bin. Der CBDC hat das Signal. Sie sind unterwegs. Warte. Eine Bombe übrig. Ob die auch hier irgendwo ist? Oh, da ist noch Munition. Ah, okay, schon voll. Dann geht's nicht weiter. Ne, ich glaube, hier ist nichts weiter. Also gehen wir wieder zurück. Immer den Weg folgen. I guess. Ja. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. Mehr rechts. Okay, dann jetzt wahrscheinlich Richtung Tennisplatz. Oh Gott.
Die 45er ist echt gut zu schießen. Gehe ich richtig? Ja, ich gehe richtig. Okay. Ja, hier war ich vorhin schon kurz. Ah, die Kiste! Ich liebe Kisten. Boah, diesmal brauche ich sie sogar. Wurde wohl zu sehr erwischt dann doch, als ich zu nah an der Tante stand. Okay, letzte Bombe, wo bist du? Zeig dich. Die Fläche ist unglaublich groß. Sag dem CDC, ich hab's nicht geschafft. What? Okay. Das war wohl nicht Sinn der Sache. Muss ich wirklich hier durchziehen mit Schleichen? Sag dem CDC, ich hab's nicht. Sag dem CDC. Okay, das funktioniert so nicht. Vielleicht kann ich ja von der anderen Seite noch reingehen. Riesiger Mülleimer. Ein bisschen Stealth-Action jetzt auch mal. Ach komm schon. Andere Waffe vielleicht. Gut. Sag dem CBDC, ich hab's nicht geschafft. Okay, das klappt auch nicht. Trial and Error. Vielleicht doch einfach die Flinte. Hat zumindest vorher mit einem Schuss gereicht. Jawohl! Liam, sag dem CBDC, ich hab die Geiseln befreit. Bin wieder auf Mission. Roger, ich geb's weiter. Geiseln befreit, aber immer noch eine Bombe zu entschärfen. Wo ist die? Ja, ich tippe hier drauf nicht, weil hier ist ja die riesige Tennisplatz. Was kommt denn als nächstes? Noch ein kleiner Platz und dann der Irrgarten. Okay. Ich habe so das ungute Gefühl, dass die Bombe viel weiter vorne ist und das finde ich irgendwie doof. Oh. Gut zu wissen. Raus!
falls das geht. Nope. Jawohl, die haben wir auch gefunden. Lass die Antenne ganz. Wir brauchen sie, um ihren Auslöser zu finden. Ich hab falsch gedrückt. Lian, die Verbindung steht. Ich habe ein mobiles Signal, nördlich von dir, Richtung Freiheitsdenkmal beim Irrgarten. Schau mal in Römers Akte, wer sein Mann am Auslöser ist. Ich wette, diese Bomben haben einen Mobilzünder. Ich hab's. Jorge Marcos. Ich lade seine Akte in dein Funkgerät. Setz ihn auf meine Liste. Ja, das Voice Acting ist auf jeden Fall bombig hier. Da kann man nichts anderes sagen. Das erinnert mich ein bisschen auch an das alte Metal Gear tatsächlich. Weil... oh shit, okay, hat geklappt. Weil das Deutsch da auch super lustig ist. Oh, muss ich hier jetzt durch? Alter Schwede, ich hab nur noch 8 Minuten. Was du denn? Warum stirbst du nicht? Virusbombe. Der CBDC soll sich bereithalten. Das ist vielleicht die Bombe, die ich gerade die ganze Zeit suche. Oh shit, hier geht's nicht weiter. Hau ab! Okay. Ist hier noch was? Nee. Straight ahead. Boah, was ist denn das für ein Skatepark hier? Damn! Warum sind die so gut ausgestattet? Okay. Andere Waffe. Wie viel habe ich da? Ich habe keine Munition mehr. Dann schmeiße ich erstmal eine Granate. Habe ich ihn getroffen? Ja, sieht gut aus. Was ist das? Steht ja immer noch. Geht doch. So. Nehmen wir wieder die 45er. Perfekt. Gabe, du musst zurückgehen. Du hast deine Mission nicht erfüllt. Okay, also muss ich die doch finden. Verdammt, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht ist sie ja im Irrgarten versteckt. Schauen wir mal. Hier ist nix. Oh Gott. Auch nicht.
Ich hasse Irrgärten. Der ist zwar sehr basic hier, aber... Oh Gott. Dann ist die Sicht auch noch so schlecht. Da ist noch ein Eingang. What? Was? Wo ist die? Doch irgendwo ganz vorne? Oh Mann. Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Nicht mal meine Munition kann ich aufnehmen. Wie, da lebt noch einer? Okay, wo bin ich? Ich bin wieder hier vorne. Okay, alles klar. Ah, keine 3 Minuten mehr. Okay, diese Richtung habe ich nicht geguckt. I guess? Nee, das ist, wo ich reingekommen bin, aber da habe ich nicht genau geguckt. Oh Gott. Random. Keine Bombe, aber eine Kiste nehme ich auch mit. Oh, schon voll, okay. Shit, ich find's nicht. Ah, da ist sie, da ist sie. Schnell, CDBC-Typ. Ja, ein bisschen schneller, los. Auf geht's! Das kriegen wir heute auch noch hin. Boah, hab ich direkt mal am Anfang geguckt, ey. Was steht da eigentlich? In Memorial... Ja, den Rest kann man nicht lesen. Rechts. Hab ich mein Tee eigentlich ausgetrunken? Ja, Gott sei Dank, der wäre jetzt ins Eiskalt. Ja, glaube ich noch eine. Supi. Ja, eins muss ich dem hier lassen, der läuft echt schnell. Das ist man von so alten Spielen irgendwie nicht gewohnt, weil
Die Figuren sind da doch eher gemütlich. Momentan spiele ich auch Jack and Dexter, die PS2-Version, und es ist... Man kann halt nicht schneller laufen und es ist wirklich langsam. Naja, easy würde ich jetzt nicht behaupten, aber ich hatte 20 Minuten und am Schluss nur noch 2. Aber irgendwie war es machbar, ja. Und geh durch diesen scheiß Irrgarten, ne? Ich mag nicht. Okay, let's go. Ich bin am Eingang. Der CBDC soll seine Leute losschicken. Schnell, Gabe, du hast nicht viel Zeit. Ja, wir machen wieder Pseudospeichern. Kommen wir eine coole Cutscene. Ah, erstmal eine Nachricht. Weitergeleitete Nachricht von Nachrichtendienst. Mit dem Spionagesatellit wurde eine genaue Analyse von Gerdos Körperschutz durchgeführt. Er ist resistent gegen alle konventionellen Waffen. Unsere Waffenspezialisten arbeiten weiter daran, aber ihr Agent sollte sich etwas einfallen lassen und eine Schwachstelle finden. Unser Bombenexperte hat festgestellt, dass die Virusbombe durch den Einsatz jeglicher Sprengkörper gezündet wird. Okay, keine Granaten mehr. Anton Gerte, ich hoffe, Römer bezahlt Ihnen genug, um für ihn zu sterben. Gabriel Logan, immer optimistisch. Schauen Sie sich um. In dieser Halle sehen Sie ein Mosaik mit der ganzen Geschichte der Kriege und Aggressionen Ihres Landes. Dem werden wir gleich noch mehr hinzufügen. Das glaube ich nicht, Gerte. Hier ist Schluss. Hier ist Schluss. Gerdö trägt ganz Körperschutz. Du musst deine Schwachstelle finden. Und wie? Oh shit. Zack, tot. Okay, nee, falsch. Was hab ich denn hier? Das klappt nicht. Scharfschützengewehr. Könnte funktionieren, aber ist sehr schlecht zu zielen. Taser. Vielleicht kann ich ihn ja tasern. Probieren wir es aber mal. Holy shit. Das war irgendwie nicht der Plan. Oh, das ist viel zu weit weg. Keine Bewegung. Nee, das klappt nicht. Wäre ja auch zu leicht. Vielleicht mit der Schrotflinte. Ah nee, das ist nicht die Schrotflinte. Das ist die Schrotflinte. Da müssen Sie schon mehr bringen. Jo! Gabe, alles okay? Den hat's erwischt, Leon. Schick den CBDC her. Sag Benton, ich brauche eine Bergungstruppe. Roger. Wie er einfach weggeht. Den hat's erwischt, Leon. So gut. Oh, herrlich. Yep. Okay. Leute, ich mache jetzt hier Pause bei dem Spiel. Meine Hände sind ganz kalt vom Laufen. Das war durchaus amüsant und sehr, sehr witzig tatsächlich. Und ich glaube, das spiele ich auf jeden Fall weiter. Ja, und ich hoffe, alle, die da waren oder auch nur zeitweise da waren oder sich das vielleicht noch angucken werden, das weiß ich ja nicht, hatten Spaß oder haben Spaß. Und ja, ich denke, wenn alles gut läuft, werde ich Donnerstag weiterspielen. Wenn nicht,
Demnächst auf jeden Fall. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis dann. Ciao.